So, einen wunderschönen guten Tag mal lieber oder guten Abend mal lieber. Auf willkommen zu meinem neues Video von mir und dem ja, denn gestern kam das neue Update in GTA Online, nämlich Los Santos, also Los Santos, Drug Wars. Ja, kam ja gestern das Update und es war gestern so geil. Wir haben bei allen 6 Personen die Doris ja Missionen durchgespielt. Und es war einfach geil, paar Episoden war geil, aber wo da mit Droge, ja und so weiter so fort, wo wir da, ja, also es gab da vielleicht auch die anderen Spiele, da haben verschiedene, also es gab da Trips in GTA Online und es war wirklich sehr, sehr was anderes und natürlich auch sehr cool. Wir haben, ja, wir sind ja mit dem Fahrrad gefahren, wir haben Bigfoot gesehen, natürlich, da sind wir natürlich auch mit dem Fahrrad gefahren. Und dann plötzlich kamen wir woanders, kam das Rennen, auch in Los Santos, dann kamen wir bei, ja, bei Gifford, bei Gott oder so, oder wie auch immer. Und dann kamen wir direkt, ja, zu der, ja, Forza Kudo, wo wir auch dieser Militärflughafen, wo wir natürlich auch diese UFOs gesehen haben. Das war auch ziemlich geil. Und da waren wir ein Portal gewesen, wo wir rennen. Ja, da plötzlich war Spiegelverkehr und da Spiegelverkehr rum. Und dann hat es, ja, da war wir. Haben wir auch geschafft durch, dass wir dann in der Kaninchen, ja, und so weiter, wie auch, also Kaninchen, ja, wo dieser Hase sind oder Kaninchen, wie immer das heißt, und da werden wir natürlich gekämpft. Also gibt es auch andere Trips, die sind natürlich ganz anders, also jeder Spiel hat da natürlich ganz anders, aber es war ziemlich cool, dass plötzlich kamen wir, schweben wir da oben auf dem Himmel, ja. Oder plötzlich sind wir im Los Santos wieder halbe Nacht wieder runter unten auf dem Erde, beziehungsweise in Los Santos. Es war ziemlich geil und es wird auch ein paar Neues kommen, die erst nächstes Jahr noch kommen. Aber wie Rostock es bereits hat gestern veröffentlicht, gestern Nachmittag, dass ein neuer Trailer erscheinen wird. Natürlich ist auch der ist natürlich auch jetzt verfügbar. Und jetzt hat der Rostock seit gestern auf den Newsflyer geschrieben. GTA Online Los Santos Drug Wars ist jetzt verfügbar. Holt euch die erste Doris im Eröffnungskapitel, ein neues mehrteiliges Story-Update und vieles mehr. Also es wird ein mehrteiliges Story-Update geben in GTA Online. Die erste Story war ja seit gestern. Und die zweite bekommen wir erst, ja, die letzte Story, Doris-Mission bekommen wir dann erst nächstes Jahr, 2023. Also erst nächstes Jahr. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Denn Los Santos Drug Wars ist der Beginn eines erweiterten neuen Story-Updates in GTA Online, um eine bunte Crew, angeführt von Dex, eine verwegenen Typen, der die Welt mit Drogen versorge, reich werde und die Spitze der kriminellen Nahrungskette im südlichen San Andreas erklimmen will. Er lebt mit dieser Gruppe von sonderbaren Neuankömmlingen sechs turbulente neue Story-Missionen und baut ein neues Unternehmen auf, das Hochklassiker Halcyonic über ein neues mobiles Hauptquartier vertreibt. Außerdem könnt ihr im ersten Teil von Los Santos Drug Wars eure Flotte aus klassische und moderne Fahrzeuge vergrößern und vieles mehr erleben. Das Update ist jetzt auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und S, Xbox One und PC verfügbar. Und ja, für Story Dex und die Wolligans, seine Gruppe aus ununterbrochen feierte Konformisten, wollen sich geschäftlich in Blaine County niederlassen, um sich in der Gegend zu etablieren. Begebt euch auf den Trip eures
Lebes schließt euch der Truppe in ihre neue Hauptquartier, dem Freak Shop, an und nimmt es mit dem Lost MC und anderen Gegnern auf, um die Feuerschaft im legalen Drogenhandel an euch zu reißen. Absolviert in Wurstdorf 6 neue Missionen und beschafft die nötige Laborausrüstung, um Zugang zu einem LSD-Labor im neuen MTL Brick Arcade 6x6 freizuschalten. Baut anschließend euer eigenes mobiles Unternehmen auf und vertreibt eure eigene Sorte Bewusstsein veränderte Substratzen. Beginnt Los Santos Drug Wars Fustos, indem ihr einen Anruf von Ron Jakowski entgegennimmt und euch mit dem Vordigans über dem Liquor in Sandy Shores trifft, verdient bis 1. Dezember 2x GTA Dollar und RP, indem ihr Dex und den Vordigas in den neuen Missionen hilft, Fuß zu fassen. Also gibt es auch Truppevorstelle, also Dex und Luca, Dora oder Labrat und Ron natürlich auch. Ron war natürlich auch seit 2015 und 2017. Und natürlich auch jetzt 2022 wieder in GTA Online und das Geschäft mit LSD, also Abschied Lab. Und ja, Rostex hat zwar auch natürlich auch hier weiter geschrieben und ja, zu Freak Shop und so weiter, so vor neue Missionen. Ja, und diesmal gibt es natürlich auch 5 neue Fahrzeuge. Es wird auch beide mehr kommen, Fahrzeuge geben und neue Garagen soll es auch geben. Wird auch erst nächstes Jahr sein. Und ja, im Rahmen von Los Santos Drug Wars könnt ihr euch auf ein Dutzend weitere neue Fahrzeuge freuen, die in den kommenden Wochen und Monaten im Handel erscheinen werden. Also die kommende Woche, also nächste Woche und in den kommenden Monaten, also nächsten Monat. Und das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr sein, also nächstes Jahr, das wird auch in der kommenden Woche, also nächste Woche und nächsten Monat. Also der nächste Jahr bekommen wir dann noch weitere und ja, und ja, es wird auch vieles mehr noch kommen geben. Ja, überpushische Trips und das Beschwören von Plantage hinaus wird das heute aus Drug Wars auch in der kommenden Woche und Monate neue Fahrzeuge, Events und Gameplay-Updates bieten. Los geht es schon nächste Woche mit neuen festlichen Begegnungen und Sammelobjekte. Schon bald wird Town Town Cap Co., also Taxi, im neuen Jahr, also nächstes Jahr, dann auch neuen Fahrern suchen. Also wir werden Taxi fahren nächstes Jahr, wird auch ziemlich geil. Ein herumfahrender Waffentransporter inklusive Artikelanbieter, Straßendealer, Werteaufschläge für eure Produktzahlen, eine Garage mit noch mehr Platz für eure Fahrzeuge denn je zuvor und vieles mehr. Behalte wie immer den Newswire, also die Rastan Newswire, im Auge. Ja, um nichts Wichtiges zu verpassen. Und macht euch bereit für die letzte Dosis, als der wahrscheinlich als nächstes Jahr kommen werde, die genau dann reinkickt, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Und ja, dann hat er auch weiter noch geschrieben, ja, und dann hat er schon das Ende. Also, wie ihr bereits besteht, dass ja, also wir werden neue Fahrzeuge bekommen in GTA Online, also neue Fahrzeuge, neue Garage werden wir dann kommen und natürlich werden wir auch nächstes Jahr noch Taxi fahren, das wird auch noch nächstes Jahr geben und nächstes Jahr werden wir dann 2023 wird auch die letzte Dois Missionen geben in GTA Online, es wird die letzte sein und dann war es auch schon.
Ja, war es auch schon. Und ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was draus wird nächste Woche und in den nächsten Jahr 2023 geplant hat für nächstes Jahr. Da bin ich mir auch schon mal sehr, sehr gespannt und hoffentlich wird Rockstar Games natürlich nächstes Jahr GTA 6 angekündigt wird. Es könnte auch sein, dass nächstes Jahr Februar passieren wird, kann auch erst Anfang Februar passieren, also nächstes Jahr. Und ja, wie bereits Rockstar Games bereits schon seit dieses Jahr bestätigt habe, seit Anfang Februar dieses Jahr, seit 4. Februar, hat der Rockstar Games bereits auf der Newswire geschrieben, dass ein neues GTA-Teil, also nächste Teil, ja, in der GTA-Serie, also Grand Theft Auto-Serie oder GTA-Serie, bereits offiziell gearbeitet wird. Also, dass bereits an GTA 6 offiziell gearbeitet wird. Aber es ist ja wie bereits am 19. September hat der Rockstar Games bereits ein Statement veröffentlicht, dass der Rockstar Games bereits zum ersten Mal gehackt wurde ist und dass sie sehr enttäuscht sind, dass sie Details in unserem nächsten Spiel auf diese Weise mitgeteilt haben, beziehungsweise veröffentlicht zu GTA 6. Und da kann man auch schon sehen, da war GTA 6 noch in der frühesten Entwicklungsphase noch. Das war ja noch 2019, 2020, aber ich glaube immer noch, dass es immer noch 2020 ist, weil Rockstar Games bereits bestätigt hat 2022, dass an GTA 6 offiziell gearbeitet wird. Und Rockstar Games hat bereits bestätigt, dass an GTA 6 offiziell ja, also es wird wie geplant fortgesetzt, es wird wie geplant weitergearbeitet, also weitergearbeitet an GTA 6 und Rockstar Games sagt, wenn es bereit ist, wird es dann neue Informationen zu GTA 6 veröffentlichen, bis ja, GTA 6 offiziell vorgestellt und angekündigt wird. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Hoffentlich, dass es nächstes Jahr passieren wird. Hoffentlich, dass wir nächstes Jahr endlich bekommen werden. Und ja, wir werden natürlich sehen. Und ja, Rockstar Games hat auch schon bereits gesagt, dass wir bald alle auf den neuesten Stand bringen wird, also dass wir natürlich bald uns auf der Laufenden zu halten, bis dann Rockstar Games ja, GTA 6 offiziell ankündigt. Aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr bekommen werden, hoffentlich. Aber wir werden natürlich sehen. Und ja, das war's. Und wir natürlich halten wir uns auf den Laufenden, sobald wir neue Informationen bekommen, natürlich auch so GTA Online, ein neues Update. Aber nicht um die Garage und die Eventwoche, leider natürlich nicht. Aber es wird dann natürlich sobald, bis GTA 6 offiziell angekündigt wird, wird natürlich auch von Rockstar Games natürlich auch irgendwann ja bald kommen. Wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr. Aber wir werden natürlich sehen. Und ja, wir verabschieden jetzt bei GTA Lukas. Hast du es gefallen hat, gibt es einen Daumen nach oben. Wenn du euch nicht gefallen hat, mach Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, es wäre kostenlos, denn sonst verpasst du aber keine Videos von mir. Und das Thema GTA Online ist ein neues Update natürlich doch, wenn ich ja wieder kommen werde. Und natürlich so GTA 6 natürlich doch, ja, mit sehr wahrscheinlich. Und natürlich auch von Rossa Games. Und ja, und das sind neue Spiele und so weiter, so weiter auch von Rockstar Games. Und ja, jetzt wünsche ich euch doch einen schönen Abend und einen schönen guten Nacht, morgens, mittags, wie auch immer, falls du das Video siehst. Und dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.